Wie berechnet man einen Einfeldträger mit Linienlast? Speziell geht es hier um die Auflage. Und zwar die A und B. Die sind 5 Meter voneinander entfernt. Die Auflagerreaktion 1 ist festgehalten, 1 ist ein Rollenlager. Wir haben eine Linienlast gegeben, die ist gleichmäßig verteilt, auch wenn sie jetzt nicht so aussieht. Und zwar ist das Q ist gleich 5 kN pro Meter. So, als erstes zeichnen wir uns mal die Auflagerreaktion hin. AH ist gleich 0, da wir keine horizontale Belastung auf diesem Träger haben oder auf diesem Einfeld, sondern nur vertikale. Als erstes würde ich die Streckenlast oder die Linienlast in eine Einzellast umwandeln. Und zwar nehmen wir die FQ. Da es eine Linienlast, eine gleichmäßige Linienlast ist, greift diese Kraft in der Mitte an, was für uns 2,50 Meter bedeutet. So, um FQ dann zu berechnen, müssen wir einfach Q mal der Länge dieses Einfeldes. In unserem Fall 5 kN pro Meter mal 5 Meter. 25 kN Meter pro Meter ergibt. Das kann man dann wegkürzen, sodass wir dann 25 kN erhalten. Dann können wir auch schon die Summe der Momente bilden. Und zwar um den Punkt A. Rechts rumdrehen sollen sie positiv sein. Dann ist 0 gleich. So, ich würde ganz rechts immer beginnen. Das heißt, wir haben hier eine Kraft BV. Der Hebelarm von BV ist 5 Meter. Und sie dreht links rum. Rechts rum soll positiv sein. Also links umdrehend in diesem Punkt A ist dann negativ, der Hebelarm ist 5 Meter und sie ist negativ. Dann haben wir die Kraft FQ. FQ greift hier an und hat die Größe 25, die konnten wir uns ja berechnen, BV kennen wir noch nicht. Der Hebelarm von FQ 2,5 Meter. So, um diese Gleichung aufzulösen, müssen wir einfach nur BV mal 5 Meter addieren, sodass das dann auf die linke Seite wandert. Und danach müssen wir nur noch durch den Hebelarm teilen, sodass wir dann erhalten, BV ist gleich 25, 2,5. Geteilt durch 5. So, das heißt. So, dass wir dann erhalten, BV muss sein 12,5 kN. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, AV auszurechnen. Und zwar können wir die Summe der Momente um Punkt B bilden. Oder aber wir können die Summe der Vertikalkräfte miteinander verrechnen, wo wir dann nur noch eine Unbekannte haben. Ich mache mal kurz beide Beispiele. Und zwar Summe der Vertikalkräfte nach oben hin soll positiv sein, muss 0 ergeben. Das heißt 0 ist gleich AV
ist nach oben gerichtet, also positiv. BV ist auch nach oben gerichtet, also positiv mit 12,5. Das heißt plus 12,5. FQ ist nach unten gerichtet, also negativ mit 25. Das auszurechnen ist nicht schwer. AV plus 12,5 minus 25 sind minus 12,5. Das dann noch auf die andere Seite gebracht, sodass wir dann erhalten, AV ist gleich 12,5 Kilonewton. So, die Summe der Momente um den Punkt B. Wiederum rechts rumdrehen, positiv, gleich 0. 0 ist gleich um den Punkt B. Haben wir AV, wir fangen wieder ganz außen an, und zwar AV dreht diesmal rechts rum, nicht wie BV links rum, ist im Abstand von 5 Meter. FQ dreht in diesem Fall negativ, also 25 mal 2,5, sodass wir dann, wenn wir das rüberbringen, dasselbe wie bei BV erhalten, und zwar ist dann AV gleich 25 mal 2,5 geteilt durch 5, was wiederum 12,5 Kilonewton ergibt.